So, wir haben wieder neue Sachen bekommen. Und zwar haben wir unter anderem, was worauf ich mich richtig freue. Wir haben die Stadt vergrößert, wir können Boote herstellen. Eismann, Eisfuß, Bombe, Wasserdrache. Kannst jetzt Teile von Wasserdrache im Katalog kaufen. Und wir können fucking Merane herstellen, das wird so gut. Und Schlauchiane und Hüpfen. Also, hier können wir Zeug machen. Also auf jeden Fall eine Erstellungsaufgabe muss heute sein. Ich meine Freaky Forms. Freaky Forms Deluxe, your creations alive. Deine Geschöpfe quicklebendig heißt das Spiel auf Deutsch. So, beim letzten Mal mit Potty. Schaut sie euch an, sie ist wunderschön. Bin so bereit dafür. Aber ich denke, wenn es zugelassen wird, würde ich sogar versuchen, meine eigene Meerjungfrau zu erstellen. So, was haben wir hier Schönes? Stell das vor, wie Merana, eine Dame mit langem Haar und Schuppenschwanz. So. Wie machen wir das? Das ist auf jeden Fall das Haarteil. Ich überlege nur, ob ich eventuell... Oh, schau mal, wie cute der Mund ist. Oh. Meerjungfrau, Mann, niemals. Also es war. Hey, Moment, das ist Madame Airone. Danielle, mehr nicht mehr, Frau. Niemals. Ich will Dingensbummens. Ich habe nämlich tatsächlich so einen kleinen... OC könnte man glatt sagen. Aber mit Charakter ist da nicht so viel tatsächlich. Also an Charakter mangelt es etwas. Aber dennoch versuche ich sie ungefähr nachzubauen. Die gute Melomie. So, das müsste der Torso sein. I guess. Er gibt halt schon Sinn. So, das Problem ist, ich weiß halt, wie sie aussieht. Und irgendwann weiß sie sehr mochte im Spiel. Deshalb versuche ich jetzt so was Eigenes daraus zu machen. Ah, ich sehe schon, in welche Richtung es geht. Das Ding muss umgedreht werden. Ist aber relativ genial gemacht. So. Kann ich es kleiner machen? Ja. Sieht doch gut aus. Mir gefällt das. Eventuell aber größer. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich sie im Original erstellt habe, habe ich sie zu klein gemacht. Deshalb... etwas mehr Größe daran. Ich sollte eventuell dafür sorgen, dass es hier auch passt. Mit der Position. Nicht kleiner werden. Das geht doch nicht. So, jetzt. Jetzt muss das Ding, glaube ich, darüber. Genau, weil dann entsteht hier diese bestimmte Form. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit mehreren Frauen auskennt, aber... zum Beispiel Chantays Hosen sind dann auch so aufgebaut. Glaube ich. Ja, genau, das meine ich. Dann die Haare. Das ist jetzt das Problem. Eigentlich, ich muss erst die Haare machen, weil sonst... sonst passt es nicht. Der Kopf geht ja über alles. Deshalb würde ich das jetzt hier länger machen. Und als Haarfarbe nehme ich diese schöne Blau. Ah, warte, muss ich jetzt doch eventuell den Schwanz nochmal neu machen? Nee, muss ich nicht. Und zwar, weil man den gar nicht sieht. Das ist der Vorteil, man sieht den gar nicht. Weil ich ja das hier drüber lege, dann ist es ja egal. Okay, dann passt das. Zack. Zack. Haben wir ein paar Muscheln oder sowas? Huch. Was ist das? Wofür ist das? Sind das Arme? Sehr merkwürdig. Ah. Wir haben hier noch den Kopf. Eventuell. Ist das der Kopf?
Ah ne, hier ist der Kopf, genau. Dann ist das der Kopf. Dann ist das der Kopf. Ah, das könnte sein, dass das hier. Ich versuche jetzt richtig schön zu arbeiten, ohne Mist. Ja, doch, das ist eine Muschel. Das ist eine Muschel, wenn ich eine sehe. Ach, Mann. So. Einmal im Kreis drehen. So, die Frage ist, machen wir die Muschel nach außen oder machen wir sie in die eine Richtung? Gott, welche Farbe hatten die nochmal? Welche Farbe hatten die nochmal? Ich glaube, die waren nicht lila wie bei Ariel. Die hatten eine andere Farbe. Waren sie blau? Es kann durchaus sein, dass sie blau waren. Nein, warte, sie waren weiß, genau. Sie waren weiß. So. Dann. Zack. Ist das nicht eigentlich die Giga-Mermaid? Giga-Mermaid ist natürlich auch cool. Ich glaube, das ist ein Stück von den Haaren. So. Warte mal. Nee. Ah. Irgendwas passt hier noch nicht. Das sieht ein bisschen dumm aus. Deshalb, etwas länglicher eventuell. Und auf jeden Fall, was noch fehlt, ist genau so eine Locke. So eine Locke fehlt noch, weil so. Jo! Richtig nice und so ein richtig schöner Scheitel einfach. Ja, bitte. Und natürlich nicht zu vergessen, die Muschel im Haar. Aber welche Farbe soll die haben? Ich glaube, sie hat sogar eine Muschel im Haar. Ah, oh, wieso habe ich denn vergessen, wie Melomi aussah? Das kann doch nicht sein. War die pink? Das kann sogar sein. Weil das passt von der... Ich hätte es aber gerne andersrum. Zurücknehmen. Ich hätte es aber gerne andersrum, wenn es danach geht. Bis allgemein ein bisschen kleiner oder so rum drüber. Zumindest man sieht es halt. Wieso machen kann ich das kopieren, umkehren, im Kreis drehen, bisschen schmaler machen, den rumdrehen, bisschen kürzer machen. Ich sagte ein bisschen kürzer machen. Und dann haben wir das ungefähr so. Hab gerade vergessen, dass Giga Mermaid Fanart hat. Natürlich hat Giga Mermaid Fanart. Ich meine, es ist fucking Giga Mermaid. Technisch gesehen sieht man nur ein Auge von ihr. Ich weiß aber nicht, ob ich das so gut finde. Ah, oh, das süße Gesicht. Ah, aber ihr fehlen Arme, lol. Ich habe ihre Arme vergessen. Oh, die wird so cute. Ich liebe es. Warum ist die so cute? Oh mein Gott, sie gibt mir den Blick. Sie gibt mir den Blick. Uiuiuiui. Aber cutie. So, eigentlich müsste ich jetzt noch ein Schwert geben. Das Problem ist, ich kann ja nicht auf extra Sachen zugreifen, aber wir könnten ihr noch die Kette geben. Die Kette können wir ihr noch geben. Ist ihr schön dazwischen? Bisschen breiter ziehen. Welche Farbe? Ich glaube, Melomi an sich trug gar keine Kette. Aber was soll's. Ist Teil der Aufgabe. Habe ich jetzt nichts dagegen. Nehmen wir... Ey, lass doch mal die Haare an der Stelle, wo sie hingehören. Ich würde sogar sagen, das passt hier nochmal gut. Ich will das andere Auge darüber haben. Wenn man es nicht richtig sieht, ist egal. Oder ich muss das hier ein bisschen drehen. Och man, es kann nicht sein, ich tippe da drauf und es geht einfach nicht. Ah, fast. Fast länger. Ist ein bisschen schmaler. So? So eventuell? In der Regel Nummer 1, alles hat Porn.
Nennen wir sie Sachen beim Namen. Ich habe jetzt aber vergessen, welche Augenfarbe sie. Ich glaube, sie hatte keine Augenfarbe. Kann ich ihre Augenfarbe überhaupt ändern? Ich wäre jetzt tatsächlich für entweder für dieses Grün, aber das sieht nicht so gut aus. Deshalb bleiben wir, glaube ich, dabei. Und sie hat. Hör mal auf! Und sie hat meines Erachtens keinen Lidschatten. Aber ich kann ihr trotzdem dunklere Augen geben. Zurück so ein bisschen. Und ich denke, wir sind set. Kann ich noch irgendwas anpassen? Ich habe noch einen Teil übrig. Ein Teil habe ich noch übrig. Ah, warte. Wieso treffe ich nicht? Perfekt. Nein, warte, das sieht dumm aus, weil das so eine dumme Umrandung hat. Ich glaube, ich muss das andere Teil nehmen. Sonst ist das zu auffällig. Shit, das ärgert mich immer so, wenn man mit Kopf und mit Torso-Teilen arbeitet. Weil wenn ich ein Torso nehme. So ist down. Das ist kein Auge. Schau mal runter. Ach so, ich hab da. Scheiße, das ist ja wirklich ein Auge. Okay, danke für den Hinweis. Das habe ich gerade legit nicht gesehen. So. Und jetzt hat es nämlich gar keinen Rand mehr. Jetzt sieht das viel, viel angenehmer aus. Sonst war es so ein bisschen. Warum hat sie dieses Ding am Kopf? Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Sie hat einfach eine Bullet, die in ihren Kopf reingeht. Aber warte, andererseits, wenn wir dann noch zwei Teile haben, dann würde ich sogar eventuell nochmal was an den Haaren machen. Die einfach nochmal ein kleines bisschen mächtiger machen. Einfach nur nochmal zwei von diesen Dingern suchen, hinten anzubauen. Es hat was. Das lohnt sich, glaubt mir. Keine Ahnung, irgendwie so. Das verschwimmt ja dann auch. Also wollen wir es nach außen bauen? Ich weiß nicht so recht. Man könnte hier volle Kanne so ein bisschen länger machen. Dann verschwimmt das ja zu einem. Ja, ich weiß nicht so recht. Oder ich drehe es halt um. Dann habe ich halt ultimative abstehende Haare. Das ist zwar nicht in der Vorlage, aber. Erlaubt es, was gefällt. Nee, was. Wir lassen es, wie es ist. Ist schon cool so. Und ich habe vergessen, den Mund zu färben. Okay, ein letztes Mal noch. Das ist sehr wichtig. Das war einfach das Preisschild von der Meerjungfrau, als ob. Und warte, warte, so. Zack. Yay. Nee. So. Nee. Doch so. Oder so. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, mach mal so. Yay! Zeit für Unterwasser-Action! Und wenn sie jetzt noch ein cooles Schwert in der Hand hätte, wäre es perfekt. So, das ist nicht Mirana, sondern das ist Melumi. Und ihr Lieblingsoutfit-Ausruf ist, ja! Oder Blub? Blub oder hier? Ja, Blub wahrscheinlich. Und dann schaut euch mal die originale Mirana an. Eigentlich gefällt mir die sogar. Okay, mal schauen, wie unsere Vorlage aussah. Oh Gott, sie dreht sich. She big. Ah, sie hatte tatsächlich so wie, die Rosalina ein bisschen. Nicht schlecht. Also, ich finde auch das Original nicht schlecht. Aber ich mag unsere Version. Ah, sehr schön. Sie ist sehr viel größer. Wir gehen natürlich in die Unterwasserwelt. Machen da Trouble. Scheiße, sie ist einfach. Bahamut, es geht ihr bis zur Hüfte, ich wette.
Ich wette mit euch, Bahamut geht ihr bis zur Hüfte. Es ist lächerlich. Ich finde das Original gar nicht so langweilig. Nom 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 nom. Gott, warum haben wir so creepy Zirkusmusik? So, ich will natürlich in den Dungeon auf jeden Fall am Ende. Leg ein Ei. Glaubt ihr, Meerjungfrauen legen Eier? Ah, sie kann schwimmen. Nom nom nom. Das heißt, wir haben auch kein Problem mit dem Erdmeer, aber das Problem ist, ich kann sie nicht richtig steuern. Oh Gott, kann ich sie nicht richtig steuern. Meerjungfrauen müssten theoretisch gesehen Eier legen. Aber andererseits gibt es eine Sache, die dagegen spricht, dass sie Eier legen. Lass mich mitnehmen, kein Problem. Wir nehmen Blume. Naja, weil sie halt zur Hälfte Fisch sind. Daijobo! Ohne Mist, das ist irgendeine Form von Japanisch. Du kannst mir nicht erzählen. Zack, erledigt. Münze erhalten. Und hoch. Hoch mit dir. Hey, das Bo. Schau dich den kleinen Bowser an! Oh, hallo. Mit Flossen wird das Schwimmen deutlich einfacher. Hör auf, mich zu kitzeln. Okay, tschüssi. Hui. Du Barrel Roll. Naja, aber ich denke, die bekommen Kinder wie Menschen. Okay. Ich meine, Delfine und so, aber sie haben halt auch Flossen so. Und Lungen. Also, beziehungsweise Kiemen. Am Ende des Tages sind es Fantasiewesen, aber trotzdem. So, irgendjemand muss die Fragen stellen. Deshalb finde ich halt so Medien, in denen Monster Girls depicted werden, halt super interessant, weil ich ja doch viel lernen möchte über die verschiedenen Ansichten zu diesen Kreaturen, so. Was geht, Fischi? Hey, hey. Möchtest du dich an einer Häuflein-Aufgabe versuchen? Das klingt, Du musst ein Häuflein produzieren. Okay, dann mache ich das mal. Dann musst du einmal ein Häuflein machen. Ja, okay. Oh, großer Fisch. Großer Fisch. Regenbogenfisch. Regenbogenei. Ich glaube, in dem Regenbogenei war Mairana drin, deshalb. Mehr Regenbogen. Und Hallöchen. Niemand ist im Häuslein? Wir produzieren jetzt ein Häuflein. Wo ist der Dungeon? Nur damit ich mal für später weiß. Ich glaube, der war weit rechts. Ah, der Dungeon ist ganz oben. Hier merken wir. Ich denke, die bekommen Kinder. Achso, das habe ich schon vorgelesen. Essen. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen an die Oberfläche begeben. Damit ich ein bisschen rumlaufen kann. Damit ich jetzt eventuell gleich Gold voll habe. Damit ich Regenbogeneier bekomme. Also super Essen. Das sind ein paar mehr von einem Bauchnamen wie bei Menschen. Genau, das habe ich auch gemeint. So. Theoretisch gesehen setzt das halt voraus, dass sie lebend. Wir werden. Hi, Glurak! Ich bin größer als ein fucking Glurak. Aber wenn wir ehrlich sind, Glurak ist auch nur 1,40 Meter groß oder so. Jo, was geht? Wie bitte, du willst die Aufgabe abbrechen? Ehrlich gesagt, ja. Ja, ja, dann viel Glück beim nächsten Mal. Da. Hast du eine Aufgabe für mich? Oh, Hallöchen, wie wäre es mit einer Häuflein-Aufgabe? Okay, Dayo. Produziere ein Häuflein und gutes. Ah, verdammt, ich dachte, ich kriege eine neue Aufnahme. Hey, da war ein Hinweis. Sind sie noch irgendwo Lebensmittel? Warum kann ich dieses Mal nicht so weit runter? Ich könnte schwören. Ich könnte schwören, es ging tiefer in den Ozean. Was ist da los? Oh, Kiste. 150 Sekunden sind auf der Uhr. Vielleicht schalten wir ja noch irgendwas frei. Oh, noch ein Schlüssel. Dann ist die Frage, wo ist so eine Kiste? So, da oben ist an Land ist eine Kiste. Und da unten rechts. Ich würde sogar sagen, gehen wir zuerst nach unten rechts. Weil ich habe das Gefühl, an der Oberfläche ist dann irgendwas. Und dann ist das auch auf dem Weg zurück. Jo, sie glitzert und glänzt. Wie wunderbar. Hui. Kiste? Was ist da drin? Vielleicht irgendein Meeresbewohner? Eine Möwe, die unter Wasser gelandet ist aus irgendeinem Grund.
Wir dürfen Möbel designen. Ein Vogel ist erschienen. Ja, schalten wir auf die Haufenaufgabe. Wir designen jetzt deine Möbel. So, was für ein Vogel wollen... Ich kann nicht mehr sprechen, ne? Was für einen Vogel wollen wir bauen? Was für ein Vögelchen? Ich überlege gerade, hatte nicht... Wenn ich jetzt so in die Lore zurückdenke, ich glaube, dass, ich habe doch erzählt, dass Melomir ein OC von mir ist und ich glaube, das war so eine Gruppe von Meerjungfrauen-Mercenaries, die so auf Abenteuer gehen mit so einem Questboard und so. Und ich hatte so einen Navi-Charakter im Kopf. Ich glaube, das war so eine kleine Hermit-Crab, die auf ihrem Kopf sitzt. Also in dieser Muschel ist quasi was drin. Was fliegt durch die Luft und ist am Strand? Blinzelt das? Nö. Eine Möwe. Eine Krabbe mit Flügeln. Okay, das ist schon kreativer. Eine Mickey Maus. Eine Blume. Ein Teddybär. Ich finde, es sieht gerade übel aus wie ein Teddybär. Seht ihr, was ich meine? Sieht ein bisschen aus wie so ein Panda. Das war eine ernst gemeinte Frage. Ich habe gemeint, was könnte man basteln? So, wenn es jetzt angenommen, es soll keine Möwe sein. Was könnten wir bauen? Wenn es keine Möwe sein soll. Wir könnten Bronto Bird bauen. Also Ramse oder... Eine Qualle. Eine SpongeBob-Qualle. Können wir eine SpongeBob-Qualle bauen? Oh mein Gott, wir können eine SpongeBob-Qualle bauen. Oh, wir können richtig gute Qualle bauen. Warte mal. Richtig schön mit diesen Stingern. Ich dachte als Kind immer, dass Quallen halt elektrische Stöße von sich geben. Irgendwann habe ich dann gelesen, dass Quallen giftig sind. Und dachte mir so, jetzt habe ich Angst vor Quallen. Aber in SpongeBob sahen die immer so niedlich aus. Kann ich das auch irgendwie unten abschneiden? Ja, kann ich. Und wenn ich das jetzt länger ziehe? Hier unten schön, zack, die rosa Quallen. Das ist ein bisschen heller. Hä, es sieht mir zu sehr wie eine realistische Qualle aus gerade. Aber was ist, wenn ich das Ding irgendwie umdrehe? Dann die Form mache. Bisschen schmaler. Und dann oben drauf so ein Ding. Irgendwie so. Und das halt in der Farbe. Ein bisschen runter damit. Disco-Quallen. So, jetzt sehen die aus wie die Lego-Quallen von SpongeBob. Das sind einfach die Lego-Quallen von SpongeBob. Minus den Teil da unten. Tashi, hast du zufällig Lego SpongeBob Sets? So ein bisschen hiervon. Und jetzt halt noch Dots drauf. Zack. Schöner großer Plop. Dann hier so ein kleiner. Hier noch einer. Ah! Shit. Größer. Ich kopieren. Größer machen.
Jedes Mal aufs Neue diese dummen Symbole. Zack. Den ein bisschen größer. Und wir haben eine Qualle. Das ein bisschen verbreitern. Das nochmal ein bisschen verbreitern. Ein bisschen vergrößern. Perfekt. Eine rosane Qualle. Und plötzlich schweben Quallen durch den Himmel. Wer kann es ihnen... Oh mein Gott, sie sehen so gut aus. In Aktion sehen die noch viel besser aus. Ein Vogel ist erschienen. Hallo, kleiner Blutfisch. Na, du? Interesse an einer Häuflein-Aufgabe? Nein. Ich kann nicht mal mit eurer scheiß Häufchen auf, aber ich gehe jetzt in den Dungeon. Okay, nächstes Mal vielleicht. Tschüssi. Ich will ein Looping drin, aber es geht nicht. So, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie noch. Ich sehe hier gerade, dass der doppeltaube Nüsschen Nuss-Eisbecher. Das ist der Motorbug. Hast du was für mich? Grüß dich! Willst du das Bonus-Chancenrad drehen? Ein Versuch. Weißt du was? Ich drehe das Bonus-Chancenrad. Und los, komm schon. Essen, essen, essen. Come on, do it, essen. Fuck, okay. Dafür Super Speed. Dann iss einfach weiter. Iss einfach, als wäre das Leben. Als hätte das Leben nichts anderes zu bieten. Hui. Das Problem ist, wir können ja keine Eier mehr aufnehmen. Zack. Spiel mit den Quallen. Streiche die Quallen, Melomi. Streiche die Quallen. Hui. In welche Richtung liegt der Dungeon? Ich denke mal, der ist jetzt einfach auf dem Weg hier rüber. Gehen wir da einfach hin. Hüpfen wir ein bisschen an Land. Sie wird uns schon noch nicht vertrocknen. Sie ist bereit für feuchtfröhlichen Spaß aller Arten. Und ein Stück Fleisch haben wir gefunden. Mmh, schönes Ding. Schönes Ding, Ei. Und das andere Ei wird einfach weggeschleudert. Bananen. Sie isst gerne Bananen. Ah, da war das Häufchen. Und noch ein Pilz. Okay, dann hat sich dieser kleine Exkurs noch gerückt. Hey, Regenbogen-Eier. Zeit für den Dungeon. Zeit für den Dungeon. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Wir gehen in den Dungeon und gucken, was abgeht. Im Ozean-Dungeon Level 2. Hier hat, glaube ich, Potty das letzte Mal versagt. Deshalb, kein Tempo, kein Glück. Aber sie wird töten. Schaut euch, ich habe es euch gesagt, dass ihr das Schwert fehlt. Ich habe noch nie eine so tödliche Meerjungfrau gesehen. Legt euch nicht mit ihr an. Boing, 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 boing. Ui, ui, ui. Bam. Sie wird alles erlegen, was ihr Lösegeld einbringt. Nee, nicht Lösegeld, sondern hier Questbelohnung und so. Sie ist quasi Monster Hunter. Der erste Fisch down und das fehlende Tempo wird ausgeglichen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl für diesen Dungeon. Boing, boing. So, wir müssen schon mal essen. Ich würde sagen... Probieren wir. Ah, okay, wir können jede HP-Belohnung nehmen, die wir kriegen können. Dadurch, dass wir so viel insgesamt haben. Lecker. Und runter da, ab ins Wasser, der Rubin gehört uns. Einmal weggesmashed das Ganze. Wir müssen essen, okay, den Rest müssen wir auch sparen. Hier ist ein Geheimgang. Die Angst vom Melomi. Alles gut, sie tut euch nichts. Solange ihr lieb seid und auf keiner Wanted-List seht, will sie euch nicht ans Leder. Und Blubby greift an! Blubby wird sowas von sterben. Sie ist sogar aggressiv, was ist das? Und dead. Oh, sie ist so zuckersüß. Und dann bringt sie dich um. So, hier nach oben. Hier mal gucken, was hier oben auf der Plattform ist, wo uns die hinbringt. Ach warte, das ist ja gar nicht... Das ist ja gar nicht da oben links. Aber hier rein, wo Hugo auf uns wartet. Hugo, stell dich mir nicht in den Weg.
Melomi wird dich vernichten, wenn du nicht aufpasst. Hubo! Platz. Ich hoffe, sie hat die Fähigkeit, sich zu heilen. Ich mein's ernst. Es wäre nämlich sehr blöd, wenn sie es nicht hätte. Einmal Saxophonfähigkeit. Sehr schön. Habt ihr schon eine Idee, was wir danach bauen können? Weil ich werde definitiv noch ein Formi bauen. Wenn wir nicht gerade eine Anleitung bekommen für irgendein Remade-Formi, würde ich sagen, ich kaufe die Sachen und dann bauen wir was Neues. Sammelt mal Ideen in den im Chat. Wäre ganz cool. Oh, Ginger. Weißt du was? Bevor ich dich fertig mache, werde ich mir... Nein, nein. Ach, verdammt. Eggman. Mit oder ohne? Mit oder ohne Gefährt? Nein, mein Angriff ist gesunken. Shit. Nein. Melomi. Glaub an deinen Instinkt. Du kannst alle vernichten. Oh, richtig knapp hier. Mit Gefährt, Eggman. Okay, dann muss ich ein Bild raussuchen. Mit dem Eggman-Gefährt. Ja, wisst ihr was? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So ein schwebender Eggman. Kann ich bitte da runter? Ich mein's ernst. Kann ich bitte da runter? Warum ist das Food so weit unten? Kann ich nicht, irgendwie... Shit, ich komme nicht an das Essen ran. Es ist wirklich nicht möglich, da ranzukommen. Das könnte ein Problem werden. Kann man so einen Walker draus machen. Wir müssen leider weitergehen. Ich hoffe, wir kriegen noch was zu essen am Anfang des nächsten Dungeons. Toppi! Sweet! Ah, Melomi würde Toppi mögen. Ah, shit! Wisst ihr, dass ich ein Plüschtier von ihr habe, theoretisch? Es ist nicht ganz so geworden, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe ein Plüschtier von ihr. Ein gehäkeltes. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Classic Eggman oder... Ja, das entscheiden wir dann. Oh, ich muss da rein, ich muss da rein. Ich brauche die 999 HP. Komm her, iss und vergiss. Oh, wenigstens werde ich überleben, Mann. Ich klebe schon wieder alles an meinem Stuhl dran. Sag, schlag mal. Iss und vergiss es aus Jimmy Neutron. Ah, okay. Es ist jetzt leider nicht ganz so einfach. Der Fisch ist irgendwo da unten. Irgendwo da unten ist das One Piece versteckt und wir werden es finden. Und die Krabbe wird gleich da runterfahren und mich töten. Ich sehe es kommen. Nee, das ist eine Kiste. Die werde ich mir auf jeden Fall noch vor. Nein! Ambush! Fucking high. Du wurde einfach eiskalt gemeuchelt. Fuck! Okay. Ich bin in den Chat. Vielleicht kriegen wir was Cooles aus den Eiern. 4 Münzen, das ist nicht so cool. Oh, das ist ja nichts, ey. Wir hatten lange keinen Einschlagbonus mehr. So, 12 Münzen von hier. Und jetzt komm, Jackpot. Kein Jackpot. Oh, hätte ich nur das fucking... Hätte ich die dummen Fische gefunden. Das ärgert mich so. So, welche Farbe? Nö, nö. Oh, ich schwöre, es ist immer die gleiche Farbe. Ich will immer in den grünen Bereich schlagen. Nee, okay. Nee, nee. Jetzt orange. Aber wisst ihr was? Ich vertraue nochmal auf grün. Grün ist meine Farbe. Ich sehe es. Ich spüre es. Ich spüre es. Ah! War es nochmal orange? Nee, es war... Wir finden es gar nicht erst raus. Gut. Noch ein Form... Oh Gott, sie ist so riesig! Das Potty oder Pogo-Puschel. Sie fühlt sich wohl bei den anderen. So, also. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Nee, ich denke mal, wir machen noch einen. Und erstmal werde ich alle Sachen kaufen. Und dann werde ich nach Bildern von Eggman suchen. So, Classic Eggman. In seinem Gefährt.
Ja, ungefähr so. Der kann noch fliegen. Ich werde mich an dem Sprite orientieren, wie er in dieser Kiste sitzt. Das wird ein bisschen komplex. Bilder von Eggman. Kann ich das groß machen? Kann ich das größer machen? Very good. Okay. Oh Gott, jetzt habe ich alles minimiert. Passt jetzt. Oder ich mache das hier an die Stelle, dann kann ich alles beobachten. Perfekt. Also, wir sollen jetzt allererstes ein Rad. Ah, ich weiß nicht so recht. So, Rad ist schon okay. Wieso sieht man nichts? Wieso seht ihr keine Bewegung? Was ist hier passiert? Ah, okay, aus irgendeinem Grund hat die Capture Card nicht mehr im Fokus. Deshalb hat hier nichts funktioniert. Muss ich mir für die Zukunft merken. Alle Sachen erstmal kaufen. Gott, warum bin ich denn so verpeilt gerade? So, den haben wir noch nicht gekauft. Neue Teile, Schwein haben wir nicht gekauft. Den Affen haben wir noch nicht gekauft. Feuerwehrauto, Schnecki. Ah, oh, Jessie. Mit der können wir jetzt auch unterwegs sein. Und Wasserdrache, okay. Geld reicht immer noch aus und Lego Eggman. Nee, nicht Lego Eggman. So, technisch gesehen müssen wir halt mit dem Mund anfangen oder mit dem Torso. Brauchen wir jetzt so einen Halbkreis. Hey, schaut mal, das ist ein Ei. Oh mein Gott, das könnte ich tatsächlich als Base nehmen, das Ei. Was ist, wenn ich das Ei als Base nehme? Have you located the emeralds yet? Excellent. Oder nee, warte mal. Eigentlich hat er gar keine Augen, sondern der hat ja so eine Brille. Haben wir nicht ein Accessoire dafür? Wir haben tatsächlich keine Sonnenbrille. Schade, schade, schade. Da muss ich eine basteln. Was anderem. Und so aus dem Kopfteil. Haben wir da irgendwas in die Richtung? Irgendwie zwei Kreise nebeneinander oder sowas. Weil ansonsten könnten mir auf Dauer die Teile ausgehen. Und hier habe ich einen kleinen Kreis. Dann machen wir den mal so. Zack, Augen, die große fucking Nase und den Mund. Welcher Mund könnte zu ihm passen? So ein bisschen Smirk? Ein bisschen gespiegelt? Nee, warte, der muss Zähne zeigen, der Junge. Der muss Zähne zeigen. Ich habe nicht so ein richtig schönes, krass. Oder warte, was, wenn ich das hier einfach nehme und weiß mache? Dann schön auf den Kopf, dann die schöne große Knollnase in Pink. Schön draufknallen. Map. Schön dreieckig. Und den Bart. Der Bart, das ist halt so das Allerwichtigste. So, ich habe das Gefühl, wir haben viel Details für ihn. Wir dürfen ja auch nicht übertrieben ausrasten. Wir müssen halt nur irgendwie machen, dass es gut aussieht. So, was davon ist eine gute Nase? Das hier könnte eine Nase sein. Und jetzt der Bart. Der ultimative, sowas in drei Teilen. Ich habe doch so vorhin sowas gesehen. Das Ding hier brauchen wir. Drehe ich jetzt in diese Richtung und dann mache ich das ganz flach. Und schaut euch das Ding, schaut es euch an. Okay, ich muss nochmal den Dings, ich muss die Nase nochmal wegmachen. Oh mein Gott, wir haben sowas von dem Bart. Wir haben sowas von diesem Bart.
War's doch gerade. Shit, bei 1. So. Na. Doch, das sieht gut aus. Ich finde, das sieht richtig gut aus. I'm pissing on the moon! Ich könnte theoretisch gesehen die Augen zu den kleinen Highlights machen, oder? Ich mache wirklich nochmal Dingensbums, kriege ich nicht sogar hin, dass das jetzt rot ist. Nee, warte, muss ich Körper machen. Nehmen wir das Torso-Teil dafür. Eigentlich brauche ich nur eine Kugel, wenn ich ehrlich bin. Ah nee, die bewegt sich. Torso-Teil, dieser Dango. Der Dango reicht im Endeffekt. So, den in Rot. Dann zwei Dreiecke da drauf. Als Torso-Teil oder als Kopfteil. Schön lang ziehen. Die einfach umdrehen. Und schon haben wir ja alles, was wir brauchen von ihm. Der ist ja, der Classic Eggman ist ja recht basic gestrickt. So, nur als Beispiel. Er schaut nach links. Ah, verdammt, Erbrecht. Er schaut nach links. Dann umdrehen. Mal einfach die Nase neu positionieren. Und schon schaut er in die andere Richtung. Eventuell die Brille doch noch ein bisschen kleiner. Aber er sieht ein bisschen zany aus, weil er so super cartoony ist. Ich liebe es. So ein bisschen. Schöne Kartoffelkörper. So. Er sieht einfach aus wie so ein. Ich möchte ihn essen. Er sieht einfach aus wie so ein Klotz. Aber ich glaube, so sehr der Eierkopf auch funny ist, ich glaube, der Kreis geht. Nee, weißt du was? Nevermind. Der Eierkopf muss. Der Eierkopf muss. Fuck, wo ist der Eierkopf? Einfach nur für den Gag hat er jetzt den Eierkopf. Er hat wortwörtlich einfach einen Eierkopf. Wie oft kann ich noch Eierkopf sagen? Der ist super cartoony. Ich lieb den. So, dann noch ein Kopfteil. Mit dem Schiff. Einfach nur so eine halbe Wanne wäre jetzt gut. Im Endeffekt das hier aber länger. Habe ich das in der Form? Nee, habe ich nicht. Dann muss ich das länger machen. Das Problem ist, das sieht dann irgendwann so aus. Zack. Die Kloschüssel ist fertig. Dann hat er natürlich die Flügel, der hat vorne sein Lämpchen dran. Das ist ganz nett, da haben wir doch ein gutes Teil für. Ah, oder da muss noch was da drunter. Moment. Kann ich nicht sogar das hier nehmen? Ah, nee, das ist ein Torso-Teil. Dann vom Kopf her. Dr. Eierkopf. So ein Schwachkopf. Shit, ich habe lange Zeit vergessen, wie die Serie hieß, also die drei Bären. Ich wusste das lange Zeit nicht. Ich wusste nur, ohne Mist, das Einzige, was ich von dieser Serie im Kopf hatte, war dieses Dr. Eierkopf. So ein Schwachkopf. Es war so schlimm. Und ich wusste so lange nicht, wo das her ist. Und dann hat es mir jemand gesagt, und wisst ihr, wo es mir jemand gesagt hat? Über fucking Mitomo. Falls sich daran noch jemand erinnert. Erinnert sich noch jemand an Mitomo? Diese App auf dem Handy? Nicht schlecht. Wo man so Fragen beantwortet und dann wird man mit anderen gematcht und so Stuff. Quasi das Miiverse 2.0. Sieht ein bisschen aus wie GLaDOS gerade. Sieht einfach aus, als würde ein GLaDOS drin sitzen. So.
Theoretisch gesehen Streifen fehlt noch, der kann fliegen. Das ist die Sache. Ich kann mir ja quasi Flügelchen geben, die muss man nicht sehen können. Das ist die Sache. Dann stören sie auch keinen, dann kriegt er noch. Ja, aber irgendwie braucht er auch Räder. Also irgendein Teil von mir möchte, dass er fährt. Oh mein Gott, er hat einfach so ein Kart wie Morten und so. Aber auch das möchte ich irgendwie unsichtbar haben, wenn ich ehrlich bin. Kann ich ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen? Ja, kann ich. Nein! Du sollst dich nehmen und jetzt so... Wie schön schnell der ist. Oh Gott, das bringt mir sowas von zu Ende. Wir haben noch 5 Teile. Ich gebe ihm einmal kurz hier heimlich so ein Rad rein, dass man dann nicht sieht. Der wird uns davon düsen. Denkt ihr, der braucht einen Arm? Lardos heißt Generic Lifeform und Disk Operating System. So Details auf der Maschine, ja eben, die fehlen noch. So, haben wir dafür eventuell ein Accessoire? Haben wir eine kleine Antenne? Wir können ihm den Bohrer geben, Es ist einfach der Boss aus Sonic 2. Jetzt doch mit Rädern oder nur fliegen? Also er kann abheben. Deshalb sollten wir ihm die nicht geben. Schade, dass es halt nicht so ein Teil gibt, was halt zweigeteilt ist. Es gibt so Streifen, ich brauche ja technisch gesehen so ein Pfeil. Okay, dann machen wir einfach einen Pfeil da draußen. Machen wir uns einen eigenen Pfeil? Ist nicht schlimm. So schön klein. Schwarzer Kopf. Nein, ich will nicht. Wir hatten hier dieses Ding, das haben wir doch von Mirana letztens bekommen. Machen wir daraus einen schönen Pfeil. Zack. Ich bin jeden Moment zu weit. Der Mogu Mogu. Das mit dem, dass er so freundlich guckt, finde ich eigentlich ganz cute. Der sieht richtig goofy aus. Ich mag das. Und jetzt hier einfach die Striche. Oder wisst ihr was? Ich mache den kompletten Pfeil, glaube ich, gelb. Dann mache ich einfach, kann ich hier nicht ein Dreieck draus machen? Es wäre, glaube ich, viel heftiger, wenn es ein Dreieck wäre. Ja, geht doch. So läuft es am besten. Und dann hier schön dieses Teil immer wieder da drauf. Du sollst das nicht anfassen. Nix anfassen. Davon einfach ein paar drauf. Und noch einen. Den eventuell ein bisschen kleiner. Oder ich mach hier doch einen Block draus. Nochmal. Ganz normaler Block. Bisschen schmaler. Ah! Nein, hör doch auf. Also das mit den... Die Touch-Steuerung ist schön und gut, aber sie ist anstrengend. Dadurch, dass ich mich oft verklicke. Das muss ich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen kritisieren an dem Spiel. So, Pfeile. Ist das in Ordnung so? Schaut euch den Player an. Und jetzt eine Tornado. Sollen wir ihn Robotnik nennen oder Dr. Eggman? Und wir gehen selbstverständlich mit ihm in die Stadt. Nenn jetzt Robotnik. So. Seine Nachricht ist...
Piss oder Mond? Piss oder Moon? Ja. Moon. Oh mein Gott, der ist sehr, sehr wütend. Kann man eine Rakete von Eggnick? Aber irgendwas mit Raketen. Er könnte brennen. I'm on fire! Hüpfend. Seine Maschine ist ein bisschen... Oh shit, man sieht sein Rad. Egal. Gehen wir einfach in die Stadt mit ihm. Schade, dass Pink jetzt nicht passt. Oh mein Gott! War eine gute Idee, mich mitzunehmen. Und los geht's. Was ist in der Tierkapsel drin, die mir Metal Sonic hinterlassen hat? Es waren süße Cupcakes. Oh, wie gut diese sind. Es gelüstet mir nach Abheben. Einfach ein Splitsport mit der App-Funktion. Ach so. Ah, ihr wollt quasi Freaky Forms auf der Switch haben. Das ist interessant. Das habe ich so noch gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ein Spiel, das passt eigentlich am besten auf den DS. Zack, Eggy. Aber Dr. Eggman hat neu gelegt. Das ist so meta. Wir sammeln einfach die Eier mit dem Eiermann. Mit verbessertem Editor. Hallo, Honey. Was kann ich für dich tun? Achso, du bist eine Katze, sorry. Hallo, jeder Schein. Eine Lieferung zu stellen, das wäre das okay? Natürlich. Oh, wow, danke. Super, dann sei mal so gut und bring das hier zu Serafina. Okay. Nichts kann mich aufhalten. Und dann drehen wir... Oh shit. Drehen wir um. Ui, das Leben ist so extrem, wie man es haben will. Kannst du die Teile für eine Tasche im Katalog kaufen? 300 Münzen. Ui. Wie mein Zahnweh. Was? Zahnweh? Hab ich nicht gesagt. Ein pinkes Ei von Dr. Robotnik. Wie seine Nase. Huch, wer seid ihr denn? Hey. Hey, du da interessiert an einer Verkehrsaufgabe? Ja, gerne doch. Ich fühle mich dem gewappnet. Ist wirklich einfach. Beachte nur die Ampeln, die gerade grün sind. Ampeln, die gerade grün sind, also? Ja, passe 5 mal eine Ampel, während sie grün ist. Okay. Ah, shit, mir fällt gerade das auf. Wir sind zum ersten Mal gewappnet für den Rennstall. Das muss ich jetzt auch nochmal zeigen. Das haben wir ewig aufgeschoben. Nachdem wir jetzt eh die nächste Welt verstanden. Wir gehen jetzt sowas von zum Rennstall. Scheiß mal auf die Ampeln. Wir gehen jetzt fast. So, das ist so ein Theme in der Sonic-Reihe, habe ich das Gefühl. Mal schauen, vielleicht können wir diverse Charakter freischalten. Da sind noch Burgies. Noch ein... So, Hallöchen. Hast du Interesse an einem Rennen? Das ist auch nur was für Charaktere, die Räder haben, sage ich jetzt mal so. Weil die sonst relativ chancenlos gegenüber allem sind. Dann freut mich, dass wir ihm doch noch einen Rat gegeben haben. Ja, das klingt fantastisch. Ich werde alles erobern. Bereit? Mario Kart Wii. Oh shit, oh shit, oh shit. Warte, ich kann das gar nicht kontrollieren, kann es sein? Oh, die fahren automatisch. Ja, dann hast du erst recht keine Chance. Schau euch den an, wie der abgeht. Gott sei Dank, go fast. Ich wusste, dass ich gewinnen würde. Oh, wir müssen alle schlagen. Können wir noch mehr Rennen machen? Dr. Eggy is gonna go fast, sag ich nur. Oh, da ist der Truck. Schneller als Sonic einfach. Ja, wahrscheinlich ist er schneller als Sonic. Mmh.
Das wird sowieso beim nächsten Mal interessant, weil wir schalten jetzt ja ein neues Gebiet frei. Werd mal schneller, Eggman. Du schaffst das. Stardust Speedway, ich glaube an dich. Aber wir müssten... Sehr unangenehm. Das Gefühl des Sieges. Ey, glaub nur, ich werde einen mechanischen Sonic erfinden, der dich erledigt. Einfach nur out of spite. Revanche. Escape from the city. Los, Eggy, du schaffst das. Eggy, let's go. Du kannst es tun, oh Sailor Moon. Du hast einfach ein U-Boot. Ich dachte damals, ich hätte das selber gesteuert, das Rennen. Als ob dem nicht der Fall ist. Kann ich ihn beschleunigen? Wie? Los, schneller, 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 schneller. Los, Eggman, du schaffst das. Los! Uns geht leider die Zeit aus. Weißt du was, wir machen heute nicht Dungeon, wir machen ein paar Rennen. Ich wusste, dass ich gewinnen würde. Er klingt doch super zany, ich liebe es. Er klingt so absolut übertrieben cartoony. Okay, noch ein Rennen bitte. Korvid, aber nicht leugnen, okay? Ist das Mario? Ist das Mario in seinem Kart? Nee, ich dachte schon. Das ist jemand mit einem fucking Einrad. Die Formen sind aber schon kreativ. Das ist ein Rollstuhl. Nee, ich glaube, das ist ein Einrad. Los, Eggy, du schaffst es! Nächste rote Ampel. Oh. Ganz knapp. Ich hab gewonnen! Und wir haben die Teile für das Einradmädchen. Jetzt haben wir es offiziell. Und Karachel. Wenn wir eine Chance haben, jetzt alle Gegner freizuschalten, dann jetzt hier. Der Flitzer. Der sieht aus wie der eine Typ da aus Cars, dem das In gehört. Beziehungsweise nicht der, sondern der Lowrider, der ihr Freund ist, glaube ich. Ich glaube, Flo hieß sie. Aber der lilane Dude dazu, der hatte doch in jeder Szene einen anderen Paintjob. Das war irgendwie sein Joke. Nein, danke. Was? Nein, danke. Was haben wir gemacht? Das war eine gute Runde. Schnulli als Ort. Und Champ. Ich glaube, wir haben alle. Wenn der Typ sich Champ nennt, dann ist das wahrscheinlich der letzte Gegner. Ah ne, da ist noch ein Baby. Also wegen noch einem Rennen. Nein, danke. Ich will jetzt aber schon ein paar freischalten, so. Außerdem kostet mich das Rennen keine Zeit, von daher... Ich kann so viele machen, wie ich will. Der hat ein Skateboard und einen Lock. Das sind quasi kostenlose Teile, die wir hier bekommen. Whee, faster, faster. Ist ja kein 100% Run so. Also die Teile für Locomo und Skaterjunge. Und ich würde sagen, das ist das letzte Rennen. Und dann hören wir wahrscheinlich auch auf einfach. Yo, das ist einfach Basher, was? Den hab ich gebaut! Weil ich irgendein Auto gebraucht habe, um das Rennen durchzuspielen. Aber den hab ich gebaut, das sieht aus wie so ein fetter RC-Truck. Yo, entweder gewinnt Eggy oder Basher, komm. Aber nicht Cham. Taiko RC, nein! Richtig abgeschlagen. Eggy! Du lässt ganz schön durchhängen. Ah, okay. Ja, ich wusste, dass ich gewinnen würde. Okay, das ist der Zeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt, um in Rente zu gehen. Deshalb werde ich jetzt manuell die Runde beenden. Und einfach sagen, es war schön, wie es ist. Eggy, warst ein cooler Dude. Hast viel geschafft. So, Zeit für ein paar Eier. Hol den Jackpot mit einem Schlag. Denn wir haben heute noch was anderes vor. Ein paar Münzis. Da war der Bonus. War Taiko RC, sag mir was. War das nicht das Auto? Es gab ein so ein ferngesteuertes Auto, an das ich mich erinnern kann. Das konnte auf dem Kopf genauso fahren wie richtig herum.
Irgendwie All-Terrain-Dingens-Bummels. War garantiert 1 Million Mal auf Super RTL. Ah, wir haben eine neue Aufgabe fürs nächste Mal. Ein kleiner Froschroboter. Das Aufgabenbundel für... Keine Ahnung. Und es ist Zeit. Angeführt wird die Revolte von Dr. Robotnik. Es wird etwas passieren. Der Planet wächst. Und ein neues Areal steht uns beim nächsten Mal zur Verfügung mit einem riesigen Regenbogen. Das sieht sehr gay aus. Und ich bin bereit dafür. Wolkenland ist aufgetaucht. Es geht richtig vorwärts hier. Also, wir haben Vogelarten, Jazz, Natascha, Pete. Wir haben eine Menge Leute freigeschaltet. Die kaufen wir beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Heute bei Freaky Forms Deluxe beim nächsten Mal. Kommt live vorbei, gebt Ideen, gebt gerne auch Input in die Kommentare. Das habe ich nämlich noch gar nicht bedacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.